In Ordnung, legen wir los. Inspektor Kamaleda ist oben, also müssen wir zuerst dorthin. Sensei, ich gehe zuerst hoch und warte dort auf dich. He fast and furious. Okay, Turteltäubchen, wir brauchen deine Hilfe. Bring dieses Messgerät nach oben. Herr Geist checkt darin, also lass es nicht fallen. Der Vogel ist klug. Höher, Vogel, höher! Du bist mutig, kleines Täubchen. Ich sollte schnell nach da oben, bevor die Taube die Kraft verliert. Rakete erwartet mich, ich muss mich beeilen. Da bist du ja, Sissel! Tut mir leid, dass du warten musstest, Rakete. Am Ende der 4 Minuten wird der Inspektor durch einen Schuss getötet. Springen Sie einfach rein und halten Sie ihn davon ab zu schießen, ja? Fängt das schon wieder an. Außerdem ergibt das gar keinen Sinn. Wenn sie ihn am Schießen hindern, tötet er sie nur auf eine andere Weise. Moment, das klingt vertraut. Genau, gleiche Situation, wie ich meine. Das Beste wäre, ihn schießen zu lassen und Cabanilla zu retten, ohne dass er es merkt. Puh, das ist sogar noch schlimmer als letztes Mal. Jetzt tun sie doch schon irgendwas. Okay, ich bin bereit, Sissel. Denk dann, wenn du meine Kräfte nutzen willst, tipp einfach auf V. Jetzt geht's als Eingemachte hier. Wie komme ich hier raus? Ich muss einen Hund nehmen. Der ist hier, in der Trittleiter. Das ist eine Strickmütze. Und Fotos. Ich kann den Helm der Strickmütze tauschen. Nur ist das ein bisschen weit weg. Und wenn ich den Helm runterschmeiße, merkt er das sofort. Ich selber komme hier nicht weg. Ich muss ein bisschen warten. Genau, bis er das hier runterschmeißt. Jetzt mal runter mit dir. Ich darf die Schreibtischlampe ja nicht drehen. Weil jetzt ohne den Topf komme ich da nicht mehr hin. Das ist auch ein Problem. Natürlich merkt er das. Nein! Oder abwarten. Oh, hast du das gesehen? Der böse Sessel hat sich umgedreht. Musst ihn so nennen. Aber stimmt, vielleicht ist das die Chance für ein paar Geistertricks. Stimmt, er sieht die dann nicht. Es ist das einzige Mal, dass er mich aus den Augen lässt. Wenn sie das tun wollen, dann jetzt. Zeit, die ersten Schritte zur Rettung des Inspektors einzuleiten. Jetzt kann ich die Lampe drehen, ohne dass er es merkt. So, der Hund muss mal weg. So, im Buch kann ich ja nichts machen. Ich kann aber den Helm runterschmeißen. Ach, das hört er natürlich. Was war das? Okay. Der Helm ist unten, aber das bringt ja auch nicht so viel, oder? Oh, ich habe jetzt doch ein bisschen Angst. Warum ist er nicht gestorben? Weil er schon tot ist. Er starb vor 10 Jahren. Ich wusste, dass er nicht sterben würde, wenn wir ihn erschießen. Warum hat er sich dann überhaupt die Mühe gemacht, ihn zu erschießen? Die Zeit ist fast um. Genug geplaudert. Jetzt hat sich die Lage ein wenig geändert. Diese letzten Sekunden, Bruchteile sind unsere Chance. Ja gut, der Hund ist jetzt da ganz rechts gefangen. Das ist wiederum nicht gut. Die Trittleiter bewegen. Das kann ich in der Tat machen. Schickmütze kann ich schwingen. So. Das ist auf jeden Fall relevant. Ne, warte. Wir müssen die Positionen tauschen. Ich hab's jetzt raus. Ich weiß es jetzt. Ja, ich tatsächlich, für dieses Rätsel bist du der Schlüssel. So komisch, wie das auch klingt. Zur Rettung von Cabanilla bist du der Schlüssel. Du wirst es gleich sehen. Genau. Sind wir beide drin. Jetzt muss ich das bewegen. Das ist quasi Bullet Time, könnte man schon glatt sagen. Warte. Strickmutz hat jetzt dieselbe Form wie Buch, ne? Genau.
Schickmütze fällt runter. Ist jetzt gerade gezogen. Schau sich das eine an, wie ein Fisch am Haken. Ich liebe Strickmützen. So warm und so weich. Oh Gott, Cabanela ist Linkness. Ey, da fällt mir auf. Die Mütze hat die gleiche Form wie der Helm, den sie runtergeworfen haben. Aha, dachte ich es mir doch. Das war eine weitere Bedingung meines Deals. Alle auszulöschen, die von Temsig wissen. Er wird schießen, es ist zu spät. Wieder? Ich werde wieder erschossen! Nein, wartet, unsere Chance kommt noch. Letzte Sekundenbruchteil, richtig? Belastet mir das? Schauen Sie nur! Die Kugel schwebt in der Luft zwischen der Pistole der Stirn des Inspektors. Jetzt ist unsere Chance! Ich bin jetzt in der Kugel! Tauschen wir dieses kleine Ding mit etwas anderem! Was? Das ist unsere einzige Hoffnung. Es muss hier etwas mit der gleichen Form und Richtung wie die Kugel geben. Und das ist die Mütze. Ich bin jetzt von der Mütze erschossen. Und das, und so, seit diesem Tag trägt Linkness nur noch eine Mütze. Wegen diesem Ereignis. Ich glaube nicht, dass er es bemerkt hat. Sieht aus, als hätten sie wieder einen Verschwindetrick vorgeführt. Und ich sage es erneut. Ich liebe Strickmützen, so warm und so weich. Habe ich es richtig gemacht? Du hast das super gemacht, kleiner Krieger. Du hast noch ein Leben gerettet. Und ich würde es immer wieder tun. Wieder und wieder. Ich muss dir noch so einen weißen Mantel besorgen. Was ich in diesen 4 Minuten gesehen habe, hat mir alle Antworten geliefert, die ich suche. All unsere Forschungen der letzten 10 Jahre sieht blass aus dagegen, oder Professor? Also haben sie beide zusammengearbeitet? So könnte man das sagen, ja. Wer würde schon eine Geschichte über einen Manipulator glauben? Also haben wir die Sache auf eigene Faust verfolgt. Ich bin schließlich ein ganz schön verrückter Typ. Er ist gerade der normalste von all den Charakteren. Okay, schnell zurück in unserer Zeit. Wir müssen vor der Kamina retten. Du hast recht, Rakete. Da gibt es einen Kerl, dem ich folgen muss. Und er sieht genauso aus wie ich. Nachdem er sich an Inspektor Cabanela gerecht hat, ist der Mann in Rot gegangen. Und nun beginnt eine neue Geschichte in einer neuen Gegenwart. Wie geht es Ihnen, Sie verrückter Kerl? Hey, Professor, wie ich sehe, leben wir beide, yeah? Unvergleichlich, Baby. Aber vielleicht werde ich alt, mir tun hier und da die Knochen weh. Früher hätte mich so eine kleine Explosion nicht einmal gejuckt. Ja, ja, als ob ich das glauben würde. Und jetzt, der Typ in Rot ist fort. Mein Einsatzkommando ist zur Sicherheit um das Gebäude herum platziert. Lassen Sie uns beten, dass die Jungs sich für uns eingesetzt haben. Verdammt, gerade jetzt gehörst du mir nicht. Oh du, mein Körper. Ja, dann reden wir mal gleich mit dem Inspektor. Beide Tode wurden rückgängig gemacht. Leider kann ich nicht behaupten, dass es im Fall des Weißinspektors ein voller Erfolg war. Ich meine, er lebt doch noch, das ist das Wichtigste. Aber zumindest haben wir diese beiden die Informationen zum Aufspüren des Manipulators. Ich sollte mit ihnen reden. Wenn ich gewusst hätte, dass es so enden würde, wäre ich lieber in der Explosion gestorben, Baby. Da könnte ich dem roten Teufel jetzt hinterher tanzen. Ich kann vielleicht Tote auslöschen, aber gegen Verletzungen bin ich leider machtlos. Aber da, mal ehrlich, so sollten Sie nicht reden. Ja, Sie haben vermutlich recht. Ich hasse es nur so, hilflos zu sein. Ich hatte ihn schon in den Händen. All unsere Pläne stützen sich auf die heute Nacht und dann musste das hier passieren. Er sorgt sich wohl um seine makellose Bilanz. Es ist noch nicht zu spät, Inspektor. Wir haben noch eine Chance. Vielleicht kann ich ihn fangen. Stimmt, das ist keine schlechte Idee. Ich arbeite bedingungslos mit Ihnen zusammen. Stellen Sie ruhig so viele Fragen, wie Sie wollen, Herr Geist. Was hat es mit der Rache auf sich? Warum ist er so wütend auf Sie? Dieser Typ sprach von Rache. Rache an den Leuten, die ihm vor 10 Jahren das Leben gestohlen haben. Er ist ein Dummkopf. Also bin ich ein Dummkopf? Er war es, der sich entschieden hat, das Mädchen als Geisel zu nehmen und in der Folge starb er. Er trägt ganz alleine die Schuld.
Was meint er damit? Ich wurde ermordet. Von euch allen! Kommissar Zhao, der mich gejagt und die Ecke gedrängt hat. Lin, die da stand, wohin ich lief. Und zu guter Letzt auch Sie, Inspektor Cabanele. Wenn Sie nicht getan hätten, was Sie getan haben, hätte ich nie eine Waffe auf das Kind gerichtet. Ja, an diesem Tag vor 10 Jahren arbeitete die Sondereinheit an einem ganz großen Fall. Wir nahmen einen jungen Mann fest, einen wichtigen Zeugen. Und dann habe ich 2 sehr dumme Fehler gemacht. Kommissar, ich schwöre, ich weiß von nichts. Fein, fein, Sie müssen natürlich nicht reden, aber wenn Sie es nicht tun, macht die Sondereinheit Ihnen das Leben zur Hölle. Aber ich... Ich war gerade erst der Sonderkommission zugeteilt worden. Sie teilten keine Infos zu großen Fällen mit einem Neuling wie mir. Ich wollte sie beeindrucken. Ich sollte einfach nur seine Aussage aufnehmen. Aber ich war zu unerfahren. Ich habe ihn in die Ecke gedrängt und ihm jede Hoffnung genommen. Das war mein erster Fehler. Und dann habe ich noch einen zweiten Fehler gemacht. Cabanele, haben Sie einen Moment Zeit? Der Chef will Sie wegen Ihres Berichts sehen. Verstanden, bin unterwegs. Sie bleiben schön brav hier, verstanden? Und dann habe ich es getan. Ich habe sie im Befragungszimmer gelassen. Meine Waffe. Wie konnten Sie? Er hat meine Waffe benutzt, um zu fliehen. Es stimmt, was er sagte. Hätte ich diesen Fehler nicht gemacht, hätte er nie eine Waffe gegen Lin gerichtet. Uff. Makellose Bilanz. Ihre makellose Bilanz. Ist sie Ihnen wirklich so wichtig? Natürlich, Baby! Auf gewisse Art ist sie mir wichtiger als mein Leben. Als Ihr Leben? Schließlich komme ich wegen meiner Bilanz als Leiter der Sonderkommission an alle geheimen Infos. Und mittels meiner Position kann ich alle Aspekte der Untersuchung im Manipulatorfall steuern. Der Manipulatorfall? Deshalb ist Ihnen Ihre Bilanz so wichtig? Natürlich, warum sonst, Baby? Ich konnte es einfach nie glauben, Mann. Zhao soll Alma erschossen haben? Mir war egal, dass er gestanden hatte. An der Sache war etwas faul. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um die Leiter zu erklimmen. Und endlich fand ich die Antwort. 5 Jahre hat es gedauert. Der Manipulator, er ist der Beweis, dass Zhao unschuldig ist. Welch beeindruckende Entschlossenheit. Der Manipulator. Wir haben während der Überwachung eines Überseegesprächs von Manipulator erfahren. Eines Überseegesprächs? Aus Sicherheitsgründen werden in diesem Land nie Kommunikationsnetzwerke überwacht. In diesem Gespräch ging es um einen Deal mit einem gewissen anderen Land. China. Er sagte, er will sich von ihnen kaufen lassen. Sich und seine Kräfte. So haben wir von ihm erfahren. Natürlich wussten wir damals noch nicht, wie er aussieht. Und um seine Kräfte zu beweisen, hat er 2 Dinge vorausgesagt. Er hat 2 ganz unmögliche Fälle vorhergesehen. Den Fall eines Mannes, der Staatsgeheimnisse während eines Rockkonzerts singt. Und den Fall eines Mannes, der den Polizeichef im eigenen Büro als Geisel hält. Die beiden Insassen im Sondergefängnis. Wir setzten die Abhöraktion fort, leiteten eine Untersuchung ein. Dann fanden wir heraus, wo heute das Treffen stattfinden sollte und haben den Ort observiert. Das Restaurant, das Hühnchenparadies. Der Manipulator will das Land heute Nacht verlassen. Auf einem Unterseeboot des anderen Landes in diesem Deal. Ach, dieses U-Boot, hä? Und Unterseeboot? Was ist das? Wir konnten jedoch nicht herausfinden, wo es auftauchen wird. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn sie an seine Kräfte kämen. Ja, sie würden sie sicher nicht zu friedlichen Zwecken einsetzen. Und jetzt haben sie das kleine Mädchen als Geisel. Camila. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er das Land verlässt. Cabanelas Entschlossenheit. Eine Sache verstehe ich dennoch nicht. Wenn sie so entschlossen waren, Kommissar Zhao zu helfen. Warum haben sie ihm nicht geholfen, aus dem Gefängnis zu fliehen?
Das ist leicht, Baby. Es ist ein Verbrechen, aus dem Gefängnis zu fliehen. Ich wollte ihn nicht zum Verbrecher machen, nachdem ich 5 Jahre seine Unschuld beweisen wollte. Und er hat ja selbst um die Hinrichtung gebeten. Als Mann des Gesetzes musste ich die Hinrichtung auf legalem Weg stoppen. Darum habe ich ihn auch zum Justizminister gebracht. Ich wollte so viel Zeit schinden, wie ich nur konnte, Baby. Das ist es also. Das gerade ein Insekt fieber vor die Nase geflogen. Es gibt ein unglückliches Ergebnis bei der Sache. Das sag gerade ich. Linda hat ihre Absichten ganz falsch verstanden. Ha, was ist schon so ein kleines Missverständnis. Mein Baby wird es noch verstehen. Heute haben wir Wichtiges mit unserer Zeit anzufangen. So, mit dem alten Mann müssen wir auch noch reden. Herr Vorsteher, kann ich kurz mit ihm sprechen? Ich war nicht immer Schrottplatzvorsteher, müssen Sie wissen. Früher war ich bei der Polizei. Die Polizei, hä? Nicht als Kommissar, sondern als Gerichtsmediziner. Ich habe Todesursachen untersucht. Vor 10 Jahren wurde mir ein merkwürdiger Leichnam zur Untersuchung vorgelegt. Von einem Meteoritensplitter getroffen und sofort gestorben. Das stand im Polizeibericht. Es gab kein Anzeichen von Leben. Er war definitiv tot. Aber ich konnte nie einen Autopsiebericht abgeben. Denn die Leiche war plötzlich verschwunden und hinterließ nur einen einzigen Hinweis. Eine ungewöhnliche Leiche. Bestimmt war sie es, die ich die ganze Nacht gejagt habe. Können Sie mir mehr erzählen? Sicher. Es liegt auch in mein Interesse, dass Sie Ihr Gedächtnis wieder erlangen und sich selbst finden. Ungewöhnliche Leiche. Auch ich kann sie nur so nennen. Es war eine ungewöhnliche Leiche. Weil normalerweise leben Leichen nicht. Der Mann war auf jeden Fall tot, kein Zweifel. Aber er hatte nicht einen Kratzer. Nicht ein Kratzer? Aber ich dachte, er wurde von einem Meteoritensplitter getroffen. Ich verstehe es ja auch nicht. Ich war total verwirrt, aber als ich die Autopsie durchführen wollte, wurde es noch komischer. Ich konnte ihn nicht obduzieren. Sie konnten nicht... Was heißt das? Das Skalpell drang ein, aber es schnitt nicht. Sobald ich ihn aufschneiden wollte, heilte der Schnitt sofort wieder zu. Keine Wunde, keine Narben, kein Blut. Und ich konnte dieses Rätsel nie lösen. Denn der Leichnam ist einfach verschwunden. Die Leichnade wird streng bewacht. Niemand kann ihn einfach gestohlen haben. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie die Leiche verschwinden konnte. Wie? Er ist einfach selbst gegangen. Sie ist aufgestanden, hat die Tür geöffnet und ist von selbst gegangen. Was? Er war tot, aber auch nicht tot. Also er ist quasi untot, verstehst du? Wir haben es heute Nacht selbst gesehen. Nicht mal die Explosion hat ihn getötet. Und er hat es nicht einmal gemerkt, dass er, als er die Faust auf den heißen Herd geschlagen und draufgelassen hat. Und eine Spur bleibt. Ich hatte noch ein paar Daten von Tests, die ich durchgeführt habe. Ich konnte eine Art Strahlung am Körper messen. Strahlung? Ich habe alle möglichen Instrumente benutzt, konnte die Art aber nicht genau identifizieren. Ein unbekannter Typ aus einer unbekannten Welt. Moment mal, kann es sein? Richtig, sie stammte von dem Meteoritensplitter. Ich bin zum Park gegangen und habe den Krater des Meteoriten untersucht. Wie erwartet habe ich dort Strahlung gefunden. Es war das exakt gleiche Strahlungsmuster wie bei der Leiche. Damals dachte ich, es wäre eine Art unsterbliches Wesen, dass er stirbt und dann gleich wieder aufersteht. Ich wollte also alles ganz genau untersuchen, also habe ich als Gerichtsmediziner gekündigt. Einige Jahre später erfuhr ich von der Verbindung zwischen dem Manipulatorfall und meiner Forschung. Dank der Ankunft dieses verrückten Typen hier. Oh, hören Sie auf, Professor, soll ich etwa rot werden? Cabanelas Ankunft.
Es war vor etwa einem Jahr, glaube ich. Damals 1985. Dieser Mann im Weiß kam in meinem Forschungslabor getänzelt. Wortwörtlich. Ich habe gehört, dass Sie da so ein Sonderling Temsig untersucht. Sind Sie das Baby? Wer sind Sie überhaupt, dass Sie mich Sonderling nennen? Ich meine, du hast einen Vogel auf dem Kopf. Damals war ich am Manipulatorfall dran. Ich hörte von einem Typ, der die Polizei verlassen hat, um den Meteoriten zu erforschen. Als ich davon erfuhr, traf es mich auch wie ein Meteorit am Kopf. Die Hinweise auf den Manipulator fingen damals gerade erst an. Wir wussten noch nicht, wer er war, aber wir wussten, dass er mit einem bestimmten fremden Land kommuniziert. In einem dieser Gespräche sagte er: Die Quelle meiner Kraft ist nicht von dieser Welt. Und da habe ich eins und eins zusammengezählt. Der Manipulatorfall und Temsig waren irgendwie miteinander verbunden. Das erklärte auch, wie er vor 5 Jahren mit seinen Kräften die Geburtstagsüberraschung eines kleinen Mädchens für seine Mama manipuliert hat. Er hat die Waffe zur Falle hinzugefügt, wahrscheinlich indem er Camila kontrollierte. Also haben sie diese Falle im Keller nachgebaut, um Kommissar Zhao zu helfen? Das stimmt. Zhao und ich arbeiteten zusammen, als ich noch Kommissar war. Also war er auch noch Kommissar. Ich habe seine Berichte des Falls benutzt, um die Falle nachzubauen. Aber es gab da ein Detail in der Funktionsweise der Falle, das ich nicht reproduzieren konnte, so sehr ich es auch versucht habe. Camila sagte Zhao, die Falle habe eine schier unmögliche Bewegung gemacht. Ich habe etwas zu meiner Version der Falle hinzugefügt. Ich habe einen Teil hinzugefügt, durch das Arbor sich drehen konnte, sonst hätte die Waffe nicht ausgelöst. So muss jemand Camilas Falle manipuliert haben. Also als Ergebnis haben wir uns selbst bewiesen, dass der Manipulator existiert. Inspektor Campanella! Hey, Baby! Tut mir leid wegen des Anrufs, ich muss mich wie ein Bösewicht angehört haben. Ich wollte dein Bild von mir nicht zerstören. Das Bild des coolen Kommissars, den du aufgeblickt hast. Ist das wirklich das Bild, das ich von ihm hatte? Inspektor Campanella, es tut mir leid, ich habe es nicht gewusst. Sie haben diesen Mann die ganze Zeit verfolgt, um Zhao zu helfen. Dieser Manipulator ist sehr gefährlich. Ich wollte dich da nicht mit hineinziehen. Darum haben sie mich heute Abend verhaften lassen, oder? Ich sage immer, wenn dir jemand in den Weg steht, wirf ihn ins Kittchen. Uff. Heute Abend dachte ich wirklich, dass wir ihn endlich haben. Aber im entscheidenden Moment hat mein Körper versagt. Es ist wie ein schlechter Witz. Aber ein Witz bleibt ein Witz. Man sollte einfach drüber lachen. Schaut! Der Minister hat die Hinrichtung abgeblasen. Und wo er schon dabei war, hat er Kommissar Zhao bis morgen früh laufen lassen. Für wo er schon dabei war, ist das ziemlich extrem. Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, herzukommen. Kannst den Rest mir überlassen. Dame ist ja wieder, so warst du schon immer. Lässt alle durch die Gegend rennen und springst dann in deiner letzten Minute auf den fahrenden Zug. Schaut. Vogel, stark. Vor 5 Jahren hast du mir diesen Mantel hinterlassen, bevor du dich selbst gestellt hast. Ich habe versprochen, ihn dir eines Tages zurückzugeben. Yeah, es ist ein Spektor Gamschuh geworden. Ich warte schon so lange, Kommissar Zhout. Warte schon so lange auf diesen Tag. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast, Lin. Okay, ich mache mich auf den Weg. Viel Glück, alter Freund. Dieses Geschenk, das du mir gegeben hast, das kann ich sehr gut gebrauchen. Vielen Dank. Freut mich, dass es dir gefällt. Sissel, bist du da?
Sie guckt auf mich. Sie bricht die vierte Mauer. Ja, ich bin hier. Wir beide müssen diesen Mann finden. Ich brauche deine Hilfe. Kann ich auf dich zählen? Sicher, aber wie? Wir wissen nicht, wo das U-Boot ist und die Telefonleitung funktioniert nicht. Wir sprechen über spezielle Kommunikationskabel. Wir klinken dich schon ein. Du wirst schon sehen. Kannst du bis dahin bitte hier warten? Okay, in Ordnung. Ich verlasse mich drauf. Dieses wahre Ich, das du suchst. Du wirst es sicher bald finden. In Ordnung, ich gehe, Inspektor Cabanela. Sehe, die Sonne geht bald auf. Ich bin nicht, wer ich zu sein glaubte. Und ich weiter davon entfernt zu wissen, wer ich bin, als je zuvor. Aber jetzt fühle ich mich nicht mehr so alleine. Jeder von uns hat seine Gründe für die Suche nach der Wahrheit. Gemeinsam können wir die Rätsel lösen und die Dunkelheit vertreiben, die sie umgibt. Doch die Sonne geht bald auf.